Also stell dir vor, es gibt eine App, mit der Menschen in einer virtuellen 3D-Welt die tatsächlich reale Entwicklung ihrer Stadt mitgestalten können. Das ist U-Code und ganz konkret heißt das, dass wir versuchen, eine Online-Anwendung bürgerzentriert zu entwickeln, mit der wir zum einen für Beteiligungen motivierende Ansätze aus der Spieleentwicklung kombinieren mit virtuellen 3D-Modellen von Städten. Dadurch versuchen zahlreiche Menschen für die Beteiligung zu begeistern und dann auf der anderen Seite für Städte und Kommunen die gesammelten Daten in wertvolles Planungswissen für konsensfähige, bedarfsorientierte Planung zu übersetzen. Hier aus der Uni heraus und gerade aus der Architektur heraus kommt jetzt mal was Innovatives oder führt das auch weiter. Und das ist sicherlich auch dann ein Punkt, der eigentlich den Standort Sachsen auch stärkt. Ne, wenn man wirklich sagt, die machen nicht nur jetzt Chips bauen, sondern die bauen auch Software, die funktioniert. Es ist innovativ, weil es zum einen aus BürgerInnensicht gedacht ist. Also es ist tatsächlich keine Expertenoberfläche, es ist eine Teilhabemöglichkeit. Es ist dreidimensional, es ermöglicht eine bessere Orientierung. Am Ende versuchen wir mit KI-gestützten Algorithmen diese Auswertung, die ganzen gesammelten Daten so aufzubereiten, dass auch Planer das anschlussfähig in ihre Planung einsetzen können und die Meinungen vieler sozusagen auch einfach eine Berücksichtigung finden können in der Umsetzung. Also wenn ich jetzt beteiligt werde und meine Ideen auch wahrgenommen werden und irgendwo auch ich mitbekomme, die gehen irgendwo ein, also irgendwie sehe ich die oder ich sehe, dass das jetzt tatsächlich einen Einfluss gehabt hat, dann bin ich natürlich logischerweise mehr involviert, weil ja ein Teil von mir da drin ist in diesem zukünftigen Entwurf. Wir legen großen Fokus auf Informationssicherheit, das heißt, am Ende erheben wir keine personenrelevanten Daten, wir verwenden abhörsichere Technik und halten uns an die datenschutzrechtlichen Konventionen.